1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch. Sehr herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein festes Thema und das Thema heißt Gefangen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die von Menschen irgendwann mal gefangen gehalten wurden. Das kann vielleicht auch schon sehr lange zurückliegen oder eventuell sogar mit Leuten, die zur Zeit gefangen gehalten werden, aber die Möglichkeit haben, natürlich dann uns anzurufen. Gerne auch mit Menschen, die sich freiwillig gefangen nehmen lassen. Also Stichwort SM-Sex in den verschiedensten Varianten. Oder auch mit Leuten, die mal gefangen waren, zum Beispiel in einem brennenden Auto, einem brennenden Haus oder die von einer Lawine verschüttet waren und sich natürlich infolgedessen auch extrem gefangen gefühlt haben in ihrer Situation. Also, das Thema heißt Gefangen. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Manuela. Und Manuela ist 29. Guten Morgen, Manuela. Morgen, Domian. Erstmal möchte ich dir sagen, dass durch deine Sendung ist es mir viel besser gegangen. Seitdem weiß ich, es gibt Leute, die haben viel Schlimmeres erlebt wie ich. Und ja, ich habe dich jede Nacht gesehen und seitdem ich halt nicht mehr gefangen bin. Und es hat mir total geholfen. Seitdem, du sagst, du hast uns jede Nacht gesehen, seitdem du nicht mehr gefangen bist. Mhm. Warst. Erzähl mal, was war geschehen? Also ich habe damals eine schlechte Kindheit gehabt, habe dann mit 16 meinen damaligen Freund kennengelernt. Mhm. Und der war halt Türsteher. Ich wusste ja nicht, was er wirklich macht. Und ja, ich habe mich so geborgen bei dem gefühlt. Der war mein Held und es hat sich dann rausgestellt irgendwann, dass er Zuhälter ist, was ich aber immer noch nicht wusste, erst wo es dann halt wirklich passiert war. Und das erste halbe Jahr lief halt ganz normal und der hat mir die Sterne vom Himmel geholt und irgendwann hat er mich halt in den Puff abgesetzt. Ja. Und hat dann halt gesagt, ich soll jetzt da arbeiten. Und konnte das natürlich nicht. Also es war halt so, dass ich... Du konntest es nicht und er hat dich aber dazu gezwungen. Ja, er wollte mich dazu zwingen. Also die haben mich dann halt erst da hingesetzt und man muss ja da nackt sitzen in so FKK-Clubs. Mhm. Und ich habe mich halt so totgeschämt und so Panik gehabt, dass ich das nicht konnte. Mhm. Und dann haben die mich reingerufen und haben gesagt, ich soll mich jetzt nicht so anstellen und ich müsste das machen. Dann bin ich halt wieder rein und habe mich wieder hingesetzt und irgendwann hat mich ein Gast angesprochen. Mhm. Und dann bin ich halt auf die Toilette, habe mich übergeben, habe Durchfall bekommen, bin zusammengebrochen und habe gedacht, er würde mich dann halt jetzt nach Hause bringen und wird sehen, dass es halt keinen Sinn hatte, weil ich ihn ja wirklich geliebt habe. Ja. Und habe mich stattdessen dann zu seiner Schwester gebracht und ja, die haben dann halt erstmal auf mich aufgepasst. Und irgendwann kam er dann wieder und hat gesagt, ob ich mir jetzt anders überlegt hätte. Und ich habe halt natürlich gesagt, nein, ich mach das nicht. Und da warst du, ich halte mal fest, 16, 17 Jahre, ne? 16,5. 16,5, Und dann? Ja, und dann hat er mich halt im Keller eingesperrt und hat halt gesagt, ich würde so lange da drin bleiben, bis ich gefügig wäre und das halt machen würde. Gott, wie schrecklich. Hat mir kein Essen gegeben, kein Trinken. In einem Kellerraum. Genau, und irgendwann hat er mir halt seinen Urin hingestellt, den ich dann halt auch getrunken habe. Wie lange warst du in diesem Kellerraum gefangen? Also 3 Monate waren es so und dann hat er mir halt Leute runtergeschickt, die mich vergewaltigt haben und er hat halt gesagt, ob es mir lieber so wäre oder ob ich es lieber freiwillig machen würde. Und vor lauter Panik, dass ich vielleicht sterben könnte, habe ich dann halt, irgendwann gibt der Körper halt auch nach und dann ist einem alles egal, Hauptsache man kommt irgendwie da raus. Das ist ja erschütternd, was du mir erzählst, Manuela. Diese drei Monate in diesem Keller, wie sah dieser Kellerraum aus, in dem du leben musstest? Das war halt so ein Boden, der nur aus Stein war. Der hat mir halt eine Decke dahingelegt und ein Kissen. Und also ein ganz normaler Steinkeller halt. Es gab kein Lichteinfall in diesem... Gar nichts. Gar nichts. Ja. Er hat dich mit dem Nötigsten versorgt, mit Lebensmitteln? Nee, gar nicht. Also der hat zwischendurch mal ein Stück Brot gegeben oder so, aber... aber da warst du doch gar nicht mehr bei Kräften und auch nicht attraktiv für seine Männer da, die dich dann vergewaltigt haben.
Nee, aber das ist denen ja egal, weil die nehmen das Geld und es gibt genug kranke Leute. Mhm. Also das habe ich gelernt, wie viele kranke Leute es wirklich gibt. Gab es denn da unten eine Toilette oder eine Dusche? Nee, gar nicht. Wie hast du das gemacht, wenn du zur Toilette musstest? Ja, also irgendwann muss man nicht mehr so wirklich auf Toilette. Also man hält erstmal natürlich komplett ein. Mhm. Und seitdem habe ich halt auch totale Schwierigkeiten mit meinem Körper überhaupt, weil ich halt nirgendwo auf die Toilette gehen kann, außer jetzt bei mir zu Hause. Ja, aber also, 3 Monate kann man nicht einhalten. Hast du dann... Er hat mir dann irgendwann einen Eimer dahingestellt und dann habe ich halt in diesen Eimer gemacht. Und er kam ja dann auch zwischendurch mal runter und hat das dann entsorgt oder hat irgendjemand geschickt. Also es ist ja schon immer irgendwie nach ein paar Tagen schon jemand gekommen. Ja. Drei Monate. Wann und wie kamst du oder wie kamst du dann wieder da raus? Ja, also nach 3 Monaten hat er ja, wie gesagt, gesagt, ob ich jetzt gefügig wäre. Und mir war ja wirklich alles egal, ich wollte nur da raus. Mhm. Und dann hat er mich halt erstmal hoch in die Wohnung genommen, mich geduscht, hat sich total rührend um mich gekümmert, sodass ich gedacht habe, er ist es wirklich, weil man überhaupt nicht mehr klar denken kann. Man klammert sich an alles, was irgendwie nur da ist. Lass mich mal kurz zwischendurch fragen. In diesen 3 Monaten hatte ich niemand von deinen Freunden, Familie vermisst? Doch. Ja, doch. Also die haben auch eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben und meine Eltern haben mich selbst wegen Drogen angezeigt, weil die Polizei halt gedacht hätte, es könnte ja sein, dass ich einfach so abgehauen wäre. Ach so. Mhm. Meine Eltern, weil die ja gesehen haben, ich bin ohne Portemonnaie, ohne alles weg, keine Papiere, gar nichts. So, jetzt warst du oben, jetzt hast du geduscht und hast dann was gegessen und er war nett zu dir. Wie ging es dann weiter? Ja, und dann hat er mich dann halt wieder dahin gebracht, weil ich ja dann ein braves Mädchen gewesen wäre und dann hat er mich halt wieder in diesen Club gebracht. Und dann hast du doch ich habe gearbeitet dort und habe da geschlafen. Also der hat mich dann auch nicht abgeholt oder so. Der hat das Geld halt geholt und man muss sich halt vorstellen, das ist ja wirklich so, also ich kann kein Rotlicht ertragen. Also bei mir ist wirklich so, wenn ich eine rote Ampel gesehen habe, wo ich rausgekommen bin, bin ich total amok gelaufen im Auto. Also ich bin völlig panisch geworden, weil ich alles, was mit Rot zu tun hatte, überhaupt nicht mehr ertragen konnte. Also man dreht völlig ab. Und ich bin so erklär mal, du kannst mit alles, was mit Rot zu tun hat, kannst du nicht ertragen, weil es in diesem Club so rot beleuchtet war, alles, oder? Ja, ja. Ach so. Ja, weil diese Liegen, wo die halt, diese ganzen Sessel, wo man halt auch was machen kann, oder diese großen Dinger, wo diese Fernseher vorstellen, die Betten, das ist ja alles rot und dann dieses Dämmerlicht, also das kann man irgendwann nicht mehr ertragen. Wie lange warst du dann in der Gefangenschaft dieses Mannes und hast dort gearbeitet? Also insgesamt von 16 bis ich dann 20 war und ab meinem 21. Lebensjahr habe ich dann geschafft, durch eine sogenannte Puffmutter da rauszukommen. Das ist ja alles unfassbar. Heute bist du 29 Jahre alt. Hast du diesen Mann angezeigt, nachdem du rausgekommen bist? Also ich wollte ihn anzeigen, aber gegen ihn lief ja sowieso ein Verfahren. Also die Polizei hat ihn schon lange beschattet. Und die haben den ja auch bekommen und... Also ich habe selber nicht angezeigt, also die haben mich, wie gesagt, ich war beim Weißen Ring und bei der Opferhilfe und die haben halt gesagt, es wäre besser, wenn ich den anzeigen würde und die Opferhilfe war der Meinung, das müsste erstmal alles verschlüsselt bleiben, weil der wirklich hochgradig gefährlich ist und ich so viel mitbekommen habe in diesen Jahren, dass ich wusste, der findet mich und der wird mich töten, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht. Wenn ich ins Zeugenschutzprogramm gegangen wäre, hätte es mir auch nichts gebracht, weil der hätte mich gefunden und ich hätte halt niemanden mitnehmen können. Ich hatte gerade meine Familie wiedergefunden. Und ich wollte einfach nur ein normales Leben führen, soweit es halt geht. Und ist dieser Mann denn dann irgendwann verurteilt worden? Der ist verurteilt worden, erst zu 9,5 Jahren Haft, beziehungsweise erst zu 7 Jahren und dann sollte nochmal ein Verfahren aufgerollt werden, dann sollten es 9,5 Jahre mit Sicherheitsverwahrung werden, aber die hat er nicht überlebt. Die hat er nicht überlebt? Nein. Er hat sich das Leben genommen? Nee, der ist angeblich bei einer Verhaftung tot umgefallen. Tot umgefallen? Ja. Also das ist nicht ganz geklärt, wie er ums Leben gekommen ist. Also ich weiß ja, wie gesagt, auch nicht wirklich viel jetzt im Nachhinein, seitdem ich da weg bin, aber ich habe halt nachts schlecht geträumt und habe so ein komisches Gefühl gehabt und dann habe ich das halt gelesen, dass es so passiert ist. Als du gehört hast, dass der Mann, der dich so gequält hat, der dich so gequält hat, als du gehört hast, dass der tot ist, was hast du da empfunden? Ich habe bitterlich geweint. Und komme heute auch noch nicht damit zurecht. Also ich weiß es ja jetzt erst seit einem knappen Jahr. Ach so. Und es ist für mich, also man sieht dann nicht mehr das Schlimme. Man sieht, glaube ich, nur noch das Gute. Und ich bilde mir halt jetzt auch noch ein, ich würde den über alles lieben. Aber das ist ja interessant, dass alle Menschen, die so etwas
Dramatisches erlebt haben, ähnliche Dinge sagen. Die Frau Kampusch in... Die sagt das auch, dass sie, da merkt man ja auch, dass sie zu ihrem Peiniger nicht ein reines Hassverhältnis hatte, sondern das ist schon sehr ambivalent. Mhm. Und ich habe sie hier auch schon immer wieder gehört, bei auch eher harmloseren Fällen, die für sich betrachtet auch sehr schlimm waren, aber dass man nicht so eine klare, ja, so eine Anti-Haltung hat, sondern so wie du es gerade beschrieben hast. Manuela, als du damals dann mit Hilfe dieser Puffmutter, wie du sagtest, da rausgekommen bist, hast du nicht irre Angst gehabt, dass der dich verfolgt? Hat er ja. Also ich, wie gesagt, ich habe halt mein Handy mitgenommen und also man kennt das ja nur aus Filmen, dass man durch Handy irgendwelche Leute orten kann, und ich habe halt wirklich nicht daran geglaubt, weil das war so gut eingespielt. Hm. Also die haben ja auch, der hat ja immer welche vor der Tür halt stehen lassen, und also die haben mich ja dann in dieses Privathaus von dieser Frau gebracht, weil die Frau halt gesagt hat, ich musste da raus, und wir konnten ja nicht aus diesem FKK-Club, ging das halt nicht. Und sie hat ihm dann halt Geld geboten, dass er mit einsteigen könnte. Und dadurch hat er dann halt nachher gesagt, okay, du gehst da arbeiten. Mhm. Und sie hat mir dann halt geholfen. Sie hat dann halt in einer anderen Stadt angerufen, wo sie auch Leute hatten, die einen Puff hatten. Und die hat halt gemeint, geh erst mal dahin. Und dann habe ich halt meine Freundin mitgenommen. Und wir sind dann halt gemeinsam abgehauen. Also wir haben uns mit Kopftuch und total verschleiert, sind wir dann abends ins Taxi eingestiegen, bin dann halt an die Tankstelle gefahren, da hat jemand gewartet mit dem Auto, dann in das Auto, dann irgendwie zu den nächsten Rastplätzen wieder und dann halt 300 Kilometer weiter weg. Das ist ja eine unfassbare Geschichte. Diese Frau war ja dann eigentlich dein Engel. Ja, aber sie lebt auch nicht mehr. Sie lebt nicht mehr. Ist sie eines natürlichen Todes gestorben? Also meine Vermutung ist natürlich nein, aber also nachforschen kann ich natürlich auch nicht wirklich. Nun sind... Ist. Ja. Wie lebst du heute, Manuela? 8 Jahre danach? Also, ich denke jeden Tag an ihn, dummerweise. Und ich versuche halt mein Leben ganz normal zu leben, gehe arbeiten im Restaurant. Und ja. Hast du eine Beziehung? Nee, geht nicht. Also, das geht nicht. Und du lebst alleine? Ja. Hast du Freunde? Ja. Die wissen auch von deinem Schicksal? Ja, jeder weiß das. Also, gut, außer jetzt auf der Arbeit oder so, aber so Leute, die mich kennen und denen ich auch vertraue, was halt nicht so einfach ist, die wissen das schon. Also was mich jetzt im Nachhinein fast schon erschüttert, was du gerade am Anfang, zu Beginn unseres Gesprächs gesagt hast. Du hast gesagt, dass du diese Sendung oft siehst und dass, wie hast du dich ausgedrückt, dass du dadurch eine Art Demut entwickelt hast, aufgrund dessen, was du hier gehört hast. Genau, weil ich mir denke, bei mir ist halt so, ich rufe eigentlich hauptsächlich deswegen an, um den Leuten zu zeigen, dass sie, egal was sie gerade durchmachen, nicht aufgeben sollen. Und es gibt so viele Frauen, die irgendwo in irgendwelchen Berufsclubs oder wie auch immer festgehalten werden und es nicht schaffen, da rauszukommen, weil sie so eine Angst haben. Aber ich bin der lebende Beweis, dass es funktioniert und ich lebe noch. Ja, trotzdem er mich verfolgt hat, ja, den er nicht gefunden hatte. Bin ich so ergriffen von und so berührt von dem, was du erzählt hast. Und in Anbetracht deines Anfangssatzes noch mehr, weil du hast nun wirklich viel, unfassbar viel erlitten. Und ja, aber man sieht das, glaube ich, irgendwann nicht mehr so. Also wenn man das so Erschütterndes von anderen Leuten hört, dann denkt man sich, man ist nicht allein auf der Welt. Mhm. Ja, ja, natürlich, hast recht. Da geht auch mit seinem Schicksal ganz anders um. Ja. Das habe ich halt in der Therapie auch gelernt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das heißt, du bist in einer Therapie, du hast eine Therapie gemacht. Ja, also ich habe die jetzt abgebrochen, weil ich halt momentan mich nicht traue, mit meiner Psychologin zu reden, weil ich ihr nicht erklären kann. Also sie hält mich jetzt nicht für verrückt, wenn ich ihr sage, dass ich ihn immer noch liebe. Aber weißt halt du, für mich, ein Psychologe halt muss mit diesem Phänomen aber nur wirklich umgehen können. Das heißt, wir normale Leute wissen ja schon von der Zeitungslektüre, dass ein Opfer, so wie du es bist, eine absonderliche Beziehung zu dem Peiniger hat. Und das darf man ja nicht bewerten. Das hängt ja mit der ganzen Geschichte zusammen. Das ist auch keine Liebe in dem Sinne, sondern es ist irgendwie eine seltsame Verstrickung, die du mit dem Täter leider hast. Das muss ein Psychologe eigentlich ordentlich bewerten können. Deswegen bin ich etwas erschüttert, dass deine Psychologe, dass das nicht richtig offensichtlich nicht funktioniert. Also ich denke schon, dass vielleicht, ich habe ja viele Anlaufstellen gehabt und es gibt ja wirklich, ich habe da auch gelernt, dass es therapeutische Einrichtungen gibt, die, wie nennt man das, also wie jetzt Zuschauer, die bei irgendeinem Unfall dabei stehen,
also die da so geil drauf sind, diese Storys zu hören und einen dann auch so damit aufziehen. Und dann war das halt ein männlicher Psychologe und das war dann halt total der Machtkampf. Verstehe. Weil ich mich mit dem ich konnte halt mit dem nicht. Also ich konnte nicht mit dem reden oder sonst irgendwas. Würdest dir etwas bringen, wenn ich dir noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbiete? Vielleicht in der Hoffnung, dass wir dir noch irgendeinen Tipp geben können, den du vielleicht noch nicht kennst? Könnte sein, ja. Also ich bin für alles offen, weil dann, wie gesagt, ich bin ja froh, dass ich noch lebe und dass es mir einigermaßen gut geht. Dann würde ich das sehr gut finden, wenn du dich mit Peter, meinem Psychologen, jetzt gleich noch unterhalten würdest, Manuela. Ich bedanke mich von meiner Seite einmal für das ganz große Vertrauen, dass du dich hier geäußert hast, weil ich kann mir vorstellen, dass es schon sehr schwer ist, wenn man so ein Schicksal hinter sich hat und das dann in aller Öffentlichkeit dann auch so erzählt. Ja, aber ich bin mir halt auch sicher, dass Leute, die, also es werden Leute mitkriegen, die es, also gut, die Zuhälter an sich jetzt, weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass die Frauen von denen das wahrscheinlich hören würden, weil... Du willst Mut machen. Ja, eigentlich schon, weil es ist, also wie die einen Menschen behandeln, das ist nicht lebenswert, was sie machen. Ja. Liebe Manuela, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du weiterhin stabiler wirst für dein Leben und dass du dein Leben so leben wirst, wie du es möchtest. Und möchte dich bitten, aufzulegen und dann wirst du von dem Peter, meinem Psychologen, zurückrufen. Ihr könnt in aller Ruhe nochmal weiterreden. Okay, Domian. Und viel Glück weiterhin bei deiner Sendung und mach weiter so. Ich bin mir sicher, du hilfst ganz, ganz vielen Leuten. Vielen Dank und ich wünsche dir viel Glück. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer und ich möchte mich gerne mit euch heute unterhalten über das Thema Gefangen. Und nun haben wir gerade schon einen hochdramatischen Fall gehört von Manuela. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die mal von Menschen gefangen gehalten wurden, gegen ihren Willen. Oder vielleicht zur Zeit sogar gefangen gehalten werden und die Möglichkeit haben anzurufen. Dann würde ich auch gerne etwas über die lockere Seite dieses Themas mit euch sprechen, nämlich Stichwort SM-Sex, wo ja Leute sich bewusst in die Gefangenschaft für eine gewisse Zeit von jemand anderem begeben, weil sie Spaß dran haben und weil sie das irgendwie antörnt. Oder auch noch mit Leuten, die in irgendeiner Weise in einen Unfall verwickelt waren, also die vielleicht gefangen waren in einem brennenden Haus, in einem brennenden Auto oder von einer Lawine verschüttet wurden und so weiter. Also wenn ihr auch gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer Telefonnummer, telefonisch oder eben auch per Mail. Herzlich willkommen, Irene. Irene ist 25 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Irene. Und zwar, bei mir geht es eigentlich eher darum, also mein Vater hat mich 17 Jahre lang missbraucht und daraus eigentlich, aber also mehr am Rande ist es jetzt so der Missbrauch, und zwar geht es eigentlich mehr darum, diese Isolation, die mein Vater geschaffen hat, um diesen ganzen Missbrauch geheim zu halten und mich zum Schweigen zu bringen. Um? Also damit ich, dass mir im Grunde niemand glaubt, dass ich schweige. Ach, um dich zum Schweigen zu bringen? Mhm. Ja. 17 Jahre, du bist... Erst 25, das heißt, wann hat er damit angefangen, wie lange ging es? Von 3 bis 20 und dann mit 20 habe ich ihn angezeigt und seit 5 Jahren sitzt er im Gefängnis. Ach, du hast ihn angezeigt? Mhm. Gott im Himmel, vom Alter von 3 Jahren bis 20 Jahren? Ja. Das ist immer, weißt du, ich habe ja hier schon sehr oft mit Frauen gesprochen, die ähnliche Schicksale haben, aber jedes Mal ist das für mich ein Schockmoment, wenn ich das höre. Dass man einen Menschen von seinem 3. bis 20. Lebensjahr sexuell missbraucht, vergewaltigt und so weiter. Erzähl mal aus deiner Familie. Bist du das einzige Kind gewesen? Ich bin Einzelkind. Und meine Mutter, ja, die hat mich nicht wirklich so akzeptiert. Die hat mich eigentlich immer so als Konkurrentin gesehen. Und dann, sie wollte eigentlich das nie wirklich wahrhaben. Und statt dass sie mir hilft, hat sie mich halt dann immer als Konkurrentin gesehen. Und hat immer geschaut, dass die Familie nach außen gut dasteht. Also mein Vater hat immer sehr penibel darauf geachtet, dass wir haben keine Probleme, Familie sind. Was war das für eine so Gesellschaftsschicht? Was war dein Vater vom Beruf? Mein Vater hat Kopierer repariert. Ja. Also wir hatten so ein Einfamilienhaus, eigentlich in so einer Wohnsiedlung. Also so eine normale Familie, aber so eine ordentlich normale Familie nach außen. Also immer am wichtigsten, was denken die Nachbarn über uns, was denken die Kinder über uns. Hat auch immer Freunde ausgesucht, also die ganz genau, also es gab eigentlich nur seine Freunde und ich hatte vielleicht ein, zwei Freundinnen, aber alles andere durfte gar nicht sein und dadurch war eigentlich ausgeschlossen, dass mir überhaupt jemand glauben würde, weil
diese Freunde eigentlich nur das beste Bild kannten. Ja, deine Mutter, lass uns über deine Mutter sprechen. Glaubst du denn oder bist du davon überzeugt, dass deine Mutter wusste, was er mit dir anstellt? In gewisser Weise schon. Also sie ist auch heute, man kann echt sagen, dass sie ihm richtig hörig ist. Also sie hat... Sie ist immer noch, obwohl er verurteilt wurde, ist immer noch mit ihm verheiratet. Sie ist immer noch verheiratet. Wir haben kaum noch Kontakt, aber sie besucht ihn jede Woche im Gefängnis. Glaubt sie denn heute an seine Schuld? Das hat sie bis heute nie gesagt. Also sie hat immer gesagt, wie er verhaftet wurde, dass er sie muss ihn nur einmal sehen, dann weiß sie, wer Recht hat von uns beiden. Und das hat sich gezogen. Und ich habe dann gedacht, dass vielleicht das Gericht dann ihr die Entscheidung abnimmt. Aber sie hat sich bis heute nicht wirklich entschieden. Hat er denn vor Gericht gestanden? Er hat über seinen Anwalt die Anklage im vollen Umfang eingeräumt und hat dafür, also für ein reueloses Geständnis, über ein Drittel der Strafe erlassen bekommen. Auch nicht in Ordnung. Also, ja, in also so ich habe Fall. Gegen die 7 Jahre, 9 Monate, aber für dieses Geständnis so viel Strafe erlassen, das tut dann Wie das war das? Habt ihr vor Gericht euch gesehen? Nein, also es gab eine Videovernehmung und über 3 Stunden und die wurde dann vorgespielt. Also ich war gar nicht dort, es war nur meine Anwältin dort. Wie kannst du das für dich rekonstruieren, dass du sagst, er hatte mit 3 Jahren damit angefangen? Also ich kann mich zum Beispiel nicht an die Zeit erinnern, als ich 3 Jahre alt war. Wie war das bei dir? Also ich kann mich zum Beispiel noch ganz gut an mein Gitterbettchen, alles mögliche erinnern aus dieser Zeit. Also da hat so die Erinnerung angefangen. Es hat eigentlich auch mehr so im Spiel angefangen. Er ist nachts zu mir gekommen, hat so Stofftiere unter der Kleidung versteckt. Die musste ich dann suchen. Dann hat er sie bei sich versteckt. Und dann irgendwann waren sie halt dann immer in seiner Hose. Und ich habe halt dann musste ihn aber trotzdem immer von oben bis unten abtasten, obwohl es eigentlich langweilig wurde, weil ich eigentlich wusste, wo es immer ist. Und daraus hat sich das dann so entwickelt. Oder dann hat er mit Puppen so Bewegungen und vorgespielt, wo ich ihn überhaupt streicheln musste. Und das habe ich dann nachmachen müssen. Und dann irgendwann hat er gemeint, ja so, jetzt brauchen wir die Puppen gar nicht mehr. Das kann ich alles ganz alleine. Und dann es hat sich eigentlich gesteigert, immer schlimmer. Aber dann bist du ja, quasi kann man ja sagen, da so mit diesem perversen Verhalten deines Vaters bist du ja groß geworden. Genau, ich habe es eigentlich nicht wirklich anders gekannt. Und genau, das wollte ich jetzt fragen. Ab wann hast du gemerkt, dass es ekelhaft eigentlich ist, das nicht normal? In welchem Alter? Ja, so Ende der Grundschulzeit, da habe ich schon wirklich gemerkt, also es geht überhaupt nicht. Aber es war eigentlich in dem Alter, war ich sehr empfindlich, wenn mein Vater hat immer sofort auf beleidigt und Liebesentzug gemacht. Hast du dir auch gedroht, wenn du irgendetwas sagst, dass irgendetwas passiert? Und dass meine Mutter krank wird und er wird mich schlagen, bis ich nicht mehr weiß, wie ich heiße oder nicht mehr stehen kann. Also er ist immer auch ziemlich wütend und hat Wutausbrüche bekommen, wenn ich mich geweigert habe. Ja. Hat er, als du dann älter wurdest, dich vergewaltigt und ihr hattet Geschlechtsverkehr mit mir? Mit 11 angefangen. Mit 11, ja. In einem Wutausbruch hat er mich, da war irgendwie sauer und ich bin vor ihm weggerannt, habe mich oben im Bad eingeschlossen. Und dann hat er irgendwie die Badtür aufgemacht und hat mich dann auf den Boden gerissen und dann mich irgendwie mit dem Kopf gegen die Fliesen geschlagen und dann hat er mich irgendwie die Kleider weggerissen und dann die Beine über die Schultern und ja, und dann kam es halt dann dazu. Wie oft kam das vor, dass er das dann getan hat? Ach, ziemlich oft dann. Also so 2-3 Mal die Woche und dann, wie ich 13 war, war meine Mutter 1 Jahr in der Geschlossenen. Achso, deine Mutter ist auch psychisch angeschlagen oder war psychisch? In dieser Zeit war es dann wirklich jeden Tag. Also meine Mutter am ersten Tag, sie war in der Klinik, sofort war sie vergessen. Er hat mein Bettzeug geholt und hat es zu sich ins Ehebett gelegt und dann war das jeden Abend so. Ach, dann musstest du mit im Ehebett schlafen? Im Ehebett und mit ihm, dann jeden Abend. Und dann später mit 15 bin ich dann, hatte ich einen Schulunfall und bin dann auch... weil ich seltsam im Verhalten war und weil ich geritzt hatte, bin ich dann in die Heckscher-Klinik gekommen, als Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und dort, wo ich dann wieder entlassen wurde, und dann ging es auch immer an den Wochenenden und so weiter, und dann bin ich wieder nach einem Suizidversuch in die Klinik gekommen und er hat immer noch nicht aufgehört. Aber die in der Klinik haben auch nicht kapiert, was da los ist oder gewittert? Ich wollte nicht in die Klinik. Für mich war eigentlich klar, dass ich wieder nach Hause komme und da wäre die Hölle los gewesen, wenn ich geredet hätte. Ist klar, dass du da nichts gesagt hast, kann ich schon verstehen. Aber dass die Ärzte, die dich angeschaut haben, beobachtet haben, dass die nicht irgendwie misstrauisch geworden sind. Ja, ich habe am Anfang nicht viel geredet drüber, aber eher mit der Zeit dann schon. Und ich bin dann auch nicht wieder nach Hause gekommen, sondern es
gab dann so eine stillschweigende Vereinbarung mit dem Jugendamt und ich bin dann in die Betreuung vom Jugendamt gekommen. Aber da warst du schon viel älter. Da war ich 15. Ja, aber du hast gerade gesagt, dass er dich bis zu deinem 20. Lebensjahr vergewaltigt hat. Genau, das ging noch weiter. Er hat mich halt immer wieder überredet. An den Wochenenden bin ich dann nach Hause gekommen. Es ging eigentlich die ganze Zeit weiter und dann war es immer wieder dasselbe. Ich habe gesagt, da gehe ich nie wieder hin. Und dann hat er immer, komm, wir freuen uns. Und wie kannst du so dir erklären, dass du dann auch noch mit 18, 19 oder sogar mit 20, wo du eigentlich eine junge, erwachsene Frau warst, nicht Nein gesagt hast? Das ist kein Vorwurf, missverstehe mich bitte nicht. Ich frage dich einfach. Ja, das war immer halt mit dieser Überredungskunst. Ich habe dann ich war lange Zeit nicht zu Hause und habe ich mir die ganze Zeit immer gewünscht, dass er einfach aufhört, dass wir einfach eine Familie sind. Mhm. Und das war auch dann kurz vor der Anzeige, das waren circa 3 Wochen, da war gar nichts. Ich habe gedacht, echt schön, super, er hat aufgehört. Ich habe mich sogar, wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich mich sogar, was ich nie gemacht habe, mich umarmen lassen. Mhm. Und dann waren meine Eltern im Urlaub und dann habe ich aufs Haus aufgepasst. Meine Eltern kamen dann wieder zurück. Mhm. Meine Mutter war drinnen, hat Sachen ausgepackt und ich habe meinem Vater geholfen, das Auto auszuräumen. Mhm. Und dann, wie aus dem Nichts, zerrt er mich in die Garage rein und macht dann alle möglichen Sachen mit mir. Mhm. Und dann normal war es immer so, dass ich, wenn ich zumindest irgendwas gemacht habe, dann hat es ihm gepasst. Mhm. Nur wenn ich jetzt mich strikt geweigert habe, dann hat er mich geschlagen oder mich versucht abzuschlecken, was ich furchtbar eklig finde. Naja, und dann, also aber in dieser Garage, da ist er völlig ausgeflippt. Also er hat kein bisschen mehr auf mich reagiert, sondern hat mich gar nicht mehr wahrgenommen, sondern einfach nur noch drauf losgeschlagen, gemacht, was er wollte. Ja. Und ich dachte immer irgendwie, dass ich ein bisschen Kontrolle drüber habe, aber da habe ich gesehen, das stimmt überhaupt nicht. War das dann auch der Auslöser, dass du dich entschieden hast, ihn anzuzeigen? Ja, da habe ich dann wirklich Angst bekommen und habe gemerkt, ich habe keine Kontrolle. Und dann, ich war ja schon Betreuung vom Jugendamt und dann habe ich meiner Betreuerin noch von dem Vorfall erzählt und dann hat sie auch gemeint, das muss aufhören. Du hattest ja bei unserem Thema gemeldet, gefangen in dieser Situation, weil der Vater das so perfekt inszeniert hat und du da in keinster Weise bis eben zu deinem 20. Lebensjahr rausgekommen bist. Ja, ich habe versucht mit dem Jugendamt, also ich habe da schon angefangen, so mein eigenes Leben zu entwickeln, aber ich bin so wirklich rausgekommen aus dieser Situation von meinem Vater nicht. Und als besonders das Kind hatte ich irgendwie keine Chance, dass ist eigentlich nicht dran zu denken, wenn ich rede, was würde dann passieren. Ich habe gerade, das hast du wahrscheinlich mitgehört, das Gespräch mit Manuela geführt. Ja. Hast du es mitgehört? Mhm. Die auch nun etwas sehr Schlimmes erlebt hat. Und die sprach davon, dass da noch eine starke emotionale Bindung zu dem Täter war oder noch ist, obwohl der Täter tot ist. Wie ist das bei dir? Ich habe ihn, also als Kind, da konnte ich es noch eigentlich immer ganz gut verdrängen, indem ich mir vorgestellt habe, also ich habe meinen Vater immer als Nacht- und Tagmensch gesehen. Mhm. Und ich habe ihn praktisch in 2 Personen geteilt. Mhm. So konnte ich eigentlich recht gut noch damit umgehen. Nur dann später, wo ich dann gemerkt habe, dass das alles Machtspiele von ihm sind, um uns wirklich zu erpressen, irgendwas zu tun, dann habe ich gemerkt, dass der Nachtmensch und der Tagmensch praktisch eine und dieselbe Person sind. Anna, wo meine Frage darauf hinauslaufen sollte, war, was empfindest du heute für deinen Vater? Ist da sogar noch irgend so etwas wie ein positives Gefühl oder gar ein Liebesgefühl? Nicht wirklich. Also. Aber auch nicht nur Hass? Nein, ich habe ihn irgendwie mittlerweile gut verdrängt, kann man eigentlich sagen. Also ich funktioniere einfach. Mhm. Hast du denn danach dieser Anzeige dich in therapeutische Behandlung begeben? Ja, ich war eigentlich so die ganze Zeit immer wieder in Klinik auf meiner Therapie. Mhm. Und jetzt war ich neulich, also ich war wieder fast ein Jahr auf der geschlossenen und habe jetzt auch dann eine Stabilisierungsphase von der Traumatherapie gemacht. Mhm. Also du hast viel schon unternommen. Ja. Wie würdest du denn sagen, wie es dir heute geht? Ja, also es ist immer sehr phasenabhängig. Also es gibt so Zeiten, da funktioniere ich prima, in der Arbeit ist funktioniert alles und dann rutsche ich wieder so ab, dass ich, wenn ich bei jedem Gedanken irgendwie wieder an irgendwelche Hintertüren denke und... Ja, ja. Du sagst, du arbeitest, was machst du vom Beruf? Ich bin Kauffrau für Bürokommunikation, arbeite Vollzeit und nebenher studiere ich Wirtschaftsrecht. Oh, Respekt. Das ist aber ein anstrengendes Leben. Sehr ehrgeizige Frau. Ja.
ist eigentlich viel, um nicht nachdenken zu müssen. Also es braucht viel Zeit, füllt den Tag. Hast du, bist du fähig, dich zu verlieben? Also ich hatte mal einen Freund, mit dem war ich, muss ich sagen, zweimal zusammen. Mhm. Aber das ist jedes Mal irgendwie total gescheitert, weil, naja, das war mehr so, ja, ein sich über sich ergehen lassen, aber das ist auch nicht Sinn einer Beziehung. Also man kann sagen, dass du noch nicht so weit bist, dass du eine, ja, ein Spaß an Sexualität empfinden könntest. Nee, das überhaupt nicht. Das überhaupt nicht. Mhm. Das ist eher dann, man macht es dem anderen zuliebe, aber im Grunde will man es nicht. Mhm. Das heißt, du kannst mit dir, wenn du alleine bist, auch keine Sexualität erleben. Nein. Das geht nicht. Mhm. Irene, dir danke ich auch sehr, dass du das Vertrauen hast, hier anzurufen. Ich finde das auch unglaublich beklemmend, was du mir erzählt hast. Und bin fassungslos, dass es so etwas so oft gibt in unserer Welt, in unserem Land, wahrscheinlich in anderen Ländern auch. Mhm. Möchtest du noch, aber ich glaube, du bist ganz gut versorgt, ne? Möchtest du dennoch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen haben? Nein, da bist du, das ist alles geregelt bei dir. Mhm. Von so großem und tiefem Herzen wünsche ich dir auch alles Gute. Mhm. Und ich kann dir sagen, dass ich im Namen von allen Zuschauern und allen Zuhörern spreche. Das habe ich zu Manuela vorhin gesagt und sage ich zu dir auch. Von Herzen Glück und Gutes. Gut. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, unsere kostenfreie Telefonnummer zum Thema gefangen. Jetzt bin ich verbunden mit Herbert und Herbert ist 32 Jahre alt. Hallo Herbert. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Du hast dich auch zu unserem Thema gemeldet. Warum? Ja, und zwar habe ich das Problem, dass ich mich gefangen fühle im Körper einer Frau. Mhm. Du hast einen weiblichen Körper. Nein, das nicht. Ich habe einen sehr männlichen Körper. Ja. Ich bin behaart, wiege 110 Kilogramm und ich habe auch eine glückliche Ehe mit zwei Kindern. Mhm. Aber du sagst, du fühlst dich gefangen im Körper einer Frau. Das heißt, dein Körper ist kein weiblicher Körper. Mein Körper ist ganz und gar kein weiblicher Körper, aber ich verspüre seit meiner Kindheit die Neigung, mich weiblich anzuziehen. Und genau also, dem nachzugehen. Ist es dann nicht andersrum, dass du dich gefangen fühlst in einem männlichen Körper und wärst am liebsten eine Frau? Ja, genau, das stimmt. Ne? So rum ist. Ja, genau, kann man ja auch mal verwechseln. So. Mhm. Du hast eine Frau, du hast Kinder, du führst ein normales, was man so normal nennt, normales Leben. Ja, ganz genau. Ja, und du siehst sehr maskulin aus, hast auch eine sehr maskuline Stimme. Ja, ja. Dankeschön. Aber ja, ich habe darüber mit meiner Frau auch noch nicht geredet. Bitte? Und ich habe mit meiner Frau darüber noch nicht geredet. Mit deiner? Und mit meiner Frau. Mhm. Und ich habe halt Kontakte, die ich übers Internet kennengelernt habe, mit denen ich mich treffe. Und wir treffen uns dann teilweise im Wald oder auch schon auf öffentlichen Plätzen oder jemand zu Hause in der Wohnung und spielen dann teilweise sogar verkleidet Rollenspiele. Ach, du triffst dich dann mit Gleichgesinnten und verkleidest dich, was heißt verkleidest dich? Du ziehst dich dann als Frau an? Genau. Und woher bekommst du die Klamotten von den anderen Leuten oder hast du dir die heimlich gekauft? Ja, die besorgt man sich dann heimlich bei H&M oder so. Da sagt man mal, man geht was für die Freundin einkaufen. Ach so. Und dann trefft ihr euch im Wald zum Beispiel? Im Wald teilweise. Und dann lauft ihr, wie viele Leute treffen? Verkehrsmitteln. Und dann spielt man so eine Situation, also beispielsweise... Lass uns mal bei der Waldsituation bleiben, das finde ich, habe ich so noch nie gehört. Mit wie vielen Leuten triffst du dich dann? Mit einer Person oder mit mehreren? Ganz unterschiedlich. Man trifft sich halt im Wald und verabredet sich vorher an einer bestimmten Stelle und dann kommt man da halt zufällig vorbei und lernt sich kennen. Und ist aber schon vorher als Frau angezogen? Genau. Und das ist alles, es läuft halt alles als Frauen... Kollektiv. Ja, das ist quasi ein Rollenspiel. Super. Also da sitzt dann vielleicht eine andere Frau, die eigentlich auch ein Mann ist vom Körper her, aber die sitzt dann da auf der Bank im Wald und du kommst dann dahergegangen, auch als Frau angezogen und ihr unterhaltet euch dann so von Frau zu Frau. Genau.
Also es kann auch ein bisschen erotischer werden, aber teilweise unterhält man sich dann auch über ganz banale Sachen, wie das Wetter und wie es dann so gerade mit dem Mann läuft. Also man spielt einfach so auch Alltagsszenen nach. Mhm. Du sagst, es könnte erotisch werden. Was bedeutet das dann? Das ist ja dann ein Mensch auch in einem männlichen Körper, als Frau angezogen und du auch. Was macht ihr erotisch miteinander? Wir tauschen Anzüglichkeiten aus und das wird sich auch mal befasst, aber man ist ja in der Öffentlichkeit und so. Man natürlich nicht so aus sich heraus. Nur so Kleinigkeiten? Es sind nur Kleinigkeiten, ja. Aber gerade die machen es ja aus. Das regt dann ja auch die Fantasie an. Wie lange praktizierst du schon diese geheimen Treffen zum Beispiel? Diese geheimen Treffen, das sind jetzt 2 bis 3 Jahre. 2 bis 3 Jahre. Und wie lange weißt du das schon oder spürst du, dass du eigentlich lieber eine Frau wärst als ein Mann? Das ist eigentlich schon seit meiner Kindheit so. Und hast aber so in den letzten Jahren noch nicht so den Schritt gewagt, zu sagen, ich breche so mein ganzes altes Leben ab und gehe wirklich in eine neue Identität rein? Den Schritt kann ich nicht wagen, weil ich ein ziemlich straffer Charakter bin. Und ich hatte mein Leben lang meine heile Familie, dann kam die heile Ehe und ich fühle mich immer so behütet, aber ich habe auch diesen Drang halt aus dieser behüteten Gesellschaft auszubrechen und der ganzen Welt entgegenzuschreien. Ja, ich bin ich. Ich will ich sein, aber das heißt, wenn du ganz frei wärst, dann würdest du wie leben? Wenn ich ganz frei wäre. Wenn es nicht den Zwang der Familie gäbe, der heilen Welt, wie würdest du dein Leben? Dann wäre ich eine Frau. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber wie? Das heißt, würdest du dich auch operieren lassen wollen? Ich würde mich wahrscheinlich operieren lassen. Und ich hätte vor allen Dingen auch den Drang, anderen Gutes zu tun und den anderen mein neues positives Lebensgefühl weiterzugeben. Das heißt, beispielsweise eine karitative Organisation gründen und dann als die Mutter sozusagen für viele bedürftige Kinder sorgen oder so. Aber davon bist du sehr weit entfernt, weil du dich so gefangen fühlst in deinem jetzigen Leben. Ja. Wie ist deine Beziehung zu deiner Frau? Ach, ich muss sagen, ich habe es bis jetzt geschafft, diesen Schein immer sehr weit oben halten zu können. Also meine Frau hat keine Ahnung von dem, was ich tue. Überhaupt nicht? Und überhaupt nicht. Also so wie es den Anschein macht, wir führen eine scheinbar glückliche Ehe. Und ich liebe sie eigentlich auch. Wir haben so viel zusammen durchgemacht. Und ich möchte keinen dieser Momente missen. Macht dir die Sexualität mit deiner Frau Spaß? Ja, schon. Also ich habe mit ihr wunderbaren Sex. Aber es ist immer dieses schlechte Gewissen, was natürlich noch mit einer Rolle spielt. Schlechtes Gewissen? Weswegen? Naja, dass ich mich halt mit Leuten im Park treffe und dieses andere Leben auslebe. In diesem anderen Leben, gibt es da auch wirkliche Sexualität und nicht nur so Andeutungen, wie du sie gerade beschrieben hast? Naja, es gab einmal dieses Treffen im Wald und wir haben eigentlich beschlossen, dass wir darüber nie wieder reden würden, aber naja. Was ist da geschehen? Da war der Manfred mit dabei. Bitte? Da war der Manfred mit dabei. Nun ist er weggebrochen. Nun versuchen wir, den Herbert nochmal wiederzubekommen. Und machen mal so lange weiter mit der Angelika. Und Angelika ist 56. Guten Morgen, Angelika. Ja, guten Morgen, Domian. Angelika, schön, dass du auch da bist. Ja, es ist schön, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, auch ich habe schon sehr oft versucht, weil ich zu sehr vielen Themen etwas sagen kann. Ja, aber du hast dich heute speziell zu diesem Thema gemeldet, gefangen. Ja, genau. Und zwar bin ich 18 Jahre im Heim gefangen gewesen, in einem Kinderheim, aber in mehreren Kinderheimen, muss ich dazu sagen. 18 Jahre? Es waren insgesamt 7 verschiedene. Und ich muss immer in einer Form sprechen, wenn ich jetzt sage, da ich ein Zwillingskind bin, also wir sind Zwillinge, wir sind als Zwillinge zur Welt gekommen und wurden von unserer Mutter gleich sofort verstoßen. Also sie hat uns gar nicht mehr mit nach Hause genommen, wir wurden eben gleich in ein Heim gebracht. Ja. Die ersten 6 Jahre ein katholisches Kinderheim.
Und als wir dann schulfähig waren, mussten wir in ein normales Kinderheim, also praktisch in ein staatliches Kinderheim. Aber man hatte euch nicht getrennt? Man hat uns erstmal nicht getrennt, ja. Nein. Mhm. Also bis 13 Jahre lang waren wir erstmal zusammen in diesen Heimen. Wieso sagst du, ihr wart 18 Jahre in... Du warst 18 Jahre in einem Heim gefangen. Warum hast du das als Gefangenschaft empfunden? Ja, na, weil ich ja eigentlich kein Mensch war, muss ich sagen. Weil was? Ich habe nicht verstanden. Weil was? Weil ich eigentlich kein Mensch war in dem Sinne. Also ich konnte weder ein Kind sein noch Jugendlicher. Weil ich konnte ja gar nichts ausleben dort. Weil das war. Wie hat man dich in dem Heim behandelt? Naja, ziemlich schlimm, weil ich. Wurde das erste Mal im Kinderheim mit 10 Jahren vergewaltigt. Und zwar ist das Kinderheim in Frankfurt oder Rosenthal gewesen. Achso, du bist in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Und ja. Warst, wir sprechen jetzt von der DDR-Zeit. Genau. Alles war in der DDR, was du erzählst. Ja. Und es war, wie gesagt, für uns beide eine sehr, sehr schlimme Zeit, für meine Schwester und für mich, weil wir, wie gesagt, das erste Mal mit 10 Jahren dort vergewaltigt wurden von dieser Heimleitung dort. Von dem Heimleiter? Ja, von dem Heimleiter, weil seine Frau hat immer die Mädels ausgesucht und wir mussten dann eben in die Heimleitung da reingehen und dann wurde so einiges dort vorgenommen und nachdem es rausgekommen ist, dadurch, dass ein Kind, was auch vergewaltigt wurde, dort ins Krankenhaus musste, wurden die beiden wirklich praktisch eingesperrt. Also sie sind ins Gefängnis gekommen, das Heim wurde geschlossen und wir wurden natürlich wieder in ein anderes Heim gebracht, nach Eisenhüttenstadt. Ja. Ist denn in dem Heim, in das du dann gekommen bist oder ihr gekommen seid, war es da etwas angenehmer für dich? Möchte ich nicht sagen. Warum? Was weil ist da geschehen? Weil es auch da wieder wie ein Gefängnis war, weil wie gesagt, die Schule war gleich an dem Heim dran, wir konnten gar nicht rausgehen. Wir wurden nur rübergebracht in der Schule im Prinzip. Also wir waren ständig unter Bewachung im Prinzip. Und also es gab auch in diesem Heim, was so wichtig ist für Kinder, keine freundliche Ansprache, keinen netten Umgang. Nein. Nein, also spielen, ich muss dir mal sagen, das Schlimmste ist ja, wir hatten eine sehr einseitige Ernährung da. Zum Beispiel kannten wir nur zwei Sorten Wurst in den ganzen 18 Jahren. Also nur Jagdwurst und Leberwurst. Also eine andere Wurst kannte ich gar nicht. Käse kannte ich überhaupt nicht, weil ich kannte überhaupt nichts anderes zu essen. Dann Süßigkeiten gab es überhaupt gar keine. Nur einmal im Monat wurde eine Schüssel mit Bonbons auf den Tisch gestellt. Und da durften wir dann einen Bonbon nehmen. Aber nur, wenn alle in der Gruppe eben artig waren und vernünftig waren. Also es war eigentlich ein sehr hartes Leben, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Und Was war das Schlimmste, was dir neben du hast war das die der Missbrauch, von dem du gerade erzählt hast, oder gab es noch etwas gleichermaßen Schlimmes, was dir widerfahren ist? Ja, also dieser Missbrauch war ja nicht der einzige. Ich wurde mit 13 Jahren nochmal vergewaltigt, mit 15 und mit 18 auch nochmal. Alles in den Heimen? Nein, mit 18 Jahren, stell dir mal vor, wo ich dann entlassen wurde, und ich das erste Mal Arbeit hatte, wollte ich mal ganz gerne mit einer Taxe zu meinen Pflegeeltern nach Hause fahren, weil ich noch Pflegeeltern bekommen hatte. Und bin von dem Taxifahrer dann auch vergewaltigt. Das ist ja unfassbar. Weil ich, wie gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich recht dumm war. Also so naiv dumm, kann man sagen. Weil ich habe ja da im Heim nichts gelernt. Obwohl wir mit 15 Jahren schon dort ab 15 Jahren arbeiten mussten. Also jeden Tag. Wir wurden am Wochenende in ganz große Betriebe gefahren, wo wir eben Nudeln abpacken mussten. Also es war keiner in den Betrieben dort, keiner anwesend, nur wir mit einer Erzieherin. Also es war keiner weiter da. Hast du gerade gesagt, dass es diesen Missbrauch auch nochmal in den Heimen gab, als du älter warst? Ja. Was ist da genau passiert? Das war mit 15 Jahren. Da sind Russen bei uns eingestiegen. Also russische Menschen, die wir ja gar nicht kannten. Die durften dort einfach uns vergewaltigen. Also ich weiß nicht, ob das direkt dort von dieser Heimleitung kam, denn ich war damals mit 15 Jahren von meiner Schwester sehr brutal getrennt worden. Also es waren russische Männer, Soldaten vermutlich, die stationiert waren in der DDR, die man in dieses Heim hineingelassen hat. Genau. Und diese Männer haben sich an euch Kindern, so auch an dir, vergangen. Ja, natürlich. Und es war eben wirklich so, muss ich dir sagen, dass es eben
auch, da sind auch Schwangerschaften raus entstanden. Also, bei dir auch? Kinder wurden auch schwanger, nein, Gott sei Dank nicht. Mhm. Weil ich bin immer nur weggerannt, habe mich immer versucht zu verstecken, aber man hat es ja nicht immer geschafft. Also kannst du sagen, dass du eine Höllenkindheit erlebt hast? Ja, auf jeden Fall. Als das Regime dann zusammengebrochen ist, die DDR, ist irgendwas geschehen? Sind irgendwelche Leute belangt worden, die man noch belangen konnte? Nein, ich konnte mit niemandem darüber sprechen. Also wo ich dann, wie gesagt, mit 18 aus dem Heim kam, war es ja für mich so schlimm, dass ich leider auch von meinem Pflegevater vergewaltigt wurde, auch noch dort in dieser Pflegestelle, sodass ich dann da auch ganz schnell weg wollte. Und habe dann, wie gesagt, einen jungen Mann kennengelernt und habe die mit 19 Jahren den kennengelernt und bin auch gleich mit 19 Jahren dort in eine Wohnung gezogen mit ihm zusammen, weil ich habe es ja gar nicht ausgehalten, weil ich hatte aber wahnsinnig Angst vor Männern. Mhm. Musste dir so vorstellen. Also ich habe nach dieser Vorstellung gelebt, also wenn jetzt ein Mann mich küsst, dann wäre ich sofort schwanger, also darf er mich nicht küssen. Wie ist es heute, Angelika? Wie gesagt, 56 Jahre alt. Ja, also hast du, ist es dir gelungen, dennoch nach diesen schlimmen Vorkommnissen in deiner Kindheit so ein relativ normales Leben zu führen? Nein. Ich bin eigentlich nie richtig glücklich gewesen. Die ersten 15 Jahre, die ich verheiratet war, habe ich meinem Mann alles erlaubt. Er durfte auch 7-mal fremdgehen und ich fand das ganz normal, weil ich ihm sehr treu war, weil ich ihm für unser Kind da war. Also ich habe ein Kind bekommen von ihm, war ein Sohn. Ich war sehr glücklich darüber, weil ich ihr Kinder über alles geliebt habe. Obwohl ich ja weiß, wie grauenvoll Kinder sein können, weil ich dort in dem Kinderheim, wo ich 15 Jahre war, in diesem Heim, dort ein totes Mädel von der Wäscheleine abschneiden musste, weil die sich dort umgebracht hatte. Und dieses Erlebnis verfolgt mich bis heute noch. Guck mal, ich bin jetzt schon so alt und Was für ein Schicksal. Also das heißt, diese Gefangenschaft, wenn du an Gefangen denkst, denkst du an diese 18 Jahre Heime, es waren ja mehrere Heime, die dir wirklich die Grundlage deines Lebens eigentlich zerstört haben. Genau. So kann man das sagen. Ja, und was für mich eben das Schlimme war, muss ich dir sagen, dass ich das bei meinen Kindern, ich habe mir für meine Kinder so sehr Eltern gewünscht, die ich ja nie hatte. Wie viele Kinder hast du jetzt? 2 Kinder, also ein Sohn und eine Tochter. Und meine Tochter wohnt noch bei mir, die ist 18 Jahre alt. Und dass sich gerade für beide Kinder sich wirklich nicht mehr Wunschtraum erfüllt hat, dass sie beide auch keine Eltern hatten. Die hatten jetzt immer nur eine Mutter, weil auch die Männer mich immer verlassen hatten. Also weil ich ja sexuell nichts wollte direkt. Also ich verstehe. Das ist ja auch völlig Angst und ist ja völlig klar. Wenn man das alles erlebt hat, dann ist das auch völlig. Und habe ausgerechnet auch so eine Männer kennengelernt, die das eigentlich überwiegend nur wollten. Und ja, das klar. Ist ganz schlimm, ja. Also. Liebe Angelika, ich danke dir für deinen Anruf. Und wenn du gerne möchtest, können wir dich nochmal zurückrufen. Würde mein Psychologe. Ich würde mich sehr freuen, dass ich mal mit einem Psychologen spreche. Das machen wir sehr gerne. Vielleicht können wir dir wirklich in der Tat doch noch irgendwie ein bisschen helfen und dir ein paar Tipps geben. Ja. Ach so, ein Autogramm möchte ich auch natürlich. Sehr gerne. Wäre ganz lieb, ja. Dann sagst du deine Anschrift. Wäre ganz lieb. Also muss ich jetzt erstmal mein Telefon ausmachen und werde nochmal zurückrufen. Du legst einfach nur auf und dann wirst du von uns zurückgerufen. Das wäre ganz nett. Ich danke dir nochmal sehr und wünsche dir weiterhin alles Gute, Domian. Wünsche ich dir auch von Herzen. Auf Wiederhören. Tschüss. Danke sehr. Tschüss. Und hier ist Stefan. Hier ist Stefan und Stefan ist 31. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Stefan. Unser Thema heißt Gefangen. Genau, ich war 6 Jahre eingesperrt, also auch gefangen. Wo? In der JVA. In der JVA. Warum? Ja, ich habe mit 19 einen Fehler gemacht. Ich habe einen Raubüberfall gemacht. Dafür habe ich die erste Strafe bekommen. Dann habe ich eine Körperverletzung gemacht. Wie ich rausgekommen bin, dann war es versuchter Totschlag, Betrug, Körperverletzung. Ich war ziemlich wild unterwegs. Das heißt, du hast mindestens einen Menschen sehr schwer verletzt? Ja. Einen oder mehrere? 2. Wie schwer hast du diese Menschen verletzt? Ja, das Gesicht war zertrümmert. Das Gesicht war zertrümmert? Jochbeinbruch, Nasenbruch, Kieferbruch. Sind diese Menschen wieder irgendwann ganz gesund geworden? Na klar, ja. Hoffe ich doch. Ja, das kann man alles, Kieferbruch und so, das kann man alles reparieren, Nasenbruch und so, Jochbeinbruch. Warum hast du so auf diese Menschen eingeschlagen? Ich war zu aggressiv, Domian. Ich war fürs ganz aggressiv. Das heißt also, wegen der Nichtigkeit oder warum? Ich kann es dir nicht sagen, warum. Vielleicht, weil ich keine nie Liebe bekommen habe, immer nur Hass. Und ich habe auch früh meine Eltern verloren, weißt du, ich habe viel mitmachen müssen halt.
da war ich 16, habe ich keinen mehr gehabt, musste auf mich selbst aufpassen halt, war auf mich selbst gestellt und dann war mir alles scheißegal, ich habe auf niemanden achten müssen, weißt du? Mhm. Aber du kannst dich auch bestimmt erinnern, was der Auslöser war, weswegen du zugeschlagen hast. Selbstverständlich, das war immer Auslöser, einfach ist zum Streit kommen, wegen einem Mädchen, wegen Alkohol. Ich schaue ziemlich harmlos aus, weißt du, ich schaue aus wie ein braver Student mit blonden Haaren, richtig brav und das unterschätzen halt die meisten. Und das ist halt das Problem gewesen, weißt du, ich schaue richtig brav aus, nicht dunkel, nicht wie ein Gangster oder so, sondern das unterschätzen halt auch viele. Ich ziehe es vielleicht auch an, keine Ahnung. Ich war früher auch zu aggressiv, jetzt bin ich 31, jetzt habe ich mich beruhigt, Mensch. Also 6 Jahre Knast. Ja. Wie lange bist du jetzt draußen? 3 Jahre. 3 Jahre. Bist du in diesen 3 Jahren jetzt straffrei gewesen und hast dich ordentlich verhalten? Ja, ich habe sogar meine Führungsaufsicht diesen Silvester verloren. Das heißt, ich habe 8 Jahre Führungsaufsicht gehabt. Das heißt, das ist verschärfte Bewährung. Ach so. Verloren heißt, du brauchst, du bist entbunden davon, oder wie? Genau, Wiederbewährung, wo endet, aber noch verschärft. Also wenn du über 2 Jahre in Haft bist, dann bekommst du Führungsaufsicht. Ah ja. So, genau. Haben diese 6 Jahre Haft, diese 6 Jahre Gefangenschaft, haben die dich positiv verändert? Überhaupt nicht, Domian, genau das Gegenteil. Da drinnen lernst du erst, was du alles anstellen kannst. Das ist total negativ. Ich bin da reingekommen als wirklich noch braver, wo ich einen Raubüberfall gemacht habe, aber ich war noch anständig. Und dann habe ich gemerkt, was man alles machen kann, was für Betrügereien du machen kannst, wie du das machen kannst, wie du Leute das Geld abrippen kannst. Okay. Tausende von Euro. Aber offensichtlich hat es ja doch eine Wirkung gehabt, wenn du dich jetzt 3 Jahre ordentlich verhalten hast. Das ist meine Frau, mit der bin ich schon 5 Jahre zusammen. Ich habe noch einmal Scheiße gebaut, dafür habe ich die letzten 17 Monate gemacht. Mhm. Und da kann nur meine Frau was dafür. Ich habe endlich mal Liebe genossen, verstehst du? Du warst 5 Jahre zusammen, das heißt, ihr habt euch dann während der Knastzeit kennengelernt? Nicht während der Knastzeit, sondern vor einem Knastaufenthalt. Ach so. Mhm. Genau, ich habe nicht 6 Jahre ein Stück gehabt, Domian. Also, verstehe, sonst war ich gerade ein bisschen durcheinander. Verstehe. Mhm. Okay. Also, du würdest sagen, weißt du, ich habe hier mit so vielen Knackis oder Ex-Knackis schon gesprochen. Ja. Und die meisten erzählen, und ganz, ganz viele sagen mir, was ich immer ganz erstaunlich finde, die sagen mir, eigentlich war die Strafe, die ich bekommen habe, für das, was ich getan habe, zu gering. Das stimmt. Ich habe auf einen Raubüberfall 6 Monate Haft bekommen. 6 Monate U-Haft. Danach bin ich entlassen worden als Jugendlicher. Mhm. Wenn man mir da 3 Jahre gegeben hätte, wäre ich nie mehr eingesperrt worden, bin ich mir ganz sicher. Mhm. Aber nein, sie haben mir 6 Monate U-Haft gegeben, danach bin ich entlassen worden. Dann habe ich meinen Schwiegervater, also meinen zukünftigen Schwiegervater und den Bruder zusammengeschlagen auf offener Straße mit einem Staubsaugerrohr, weil ich nichts anderes hatte. Mhm. Das ist schon wirklich, also ich war wirklich aggressiv vom Feinsten und das heißt, du würdest die These vertreten, wenn die Strafen rigider und härter wären, würde das eine wirklich doch abschreckendere Wirkung haben auf die Gewalttäter. Domian, ich lebe in Bayern. Du wirst hier in Bayern für alle Scheiße bestraft. Ich komme aus Nürnberg. Das ist einer der schlimmsten Vollzüge. Da gibt es kein scheiß Essen. Geh mal nach Hamburg oder irgendwo anders hin. Die haben einen Vollzug, da lachen wir drüber. Das haben wir gar nicht so. Kriegen Playstation, alles Mögliche. In Bayern ist der härteste Vollzug. Es ist schon ein harter Vollzug. Es geht auch an die Nieren, bin ich ganz ehrlich. Dennoch würdest du noch für noch mehr Härte plädieren? Nein, mehr Härte ist Blödsinn. Aber die ziehen den Vollzug falsch auf. Das ist das Problem. Wie müssen sie ihn richtig aufziehen? Also gut, die denken halt, die sperren dich weg und gut ist es, ja? Mhm. Aber die sperren Leute zusammen. Ich war mit Killern zusammen. Die haben 16 Jahre abgesessen. Der andere ist da eingesperrt worden, wo ich geboren wurde, Domian. Mhm. Was wäre für dich ein adäquater, ein richtiger Vollzug? Ein richtiger Vollzug. Gut, okay. Also, man müsste erstmal das so vereinigen, dass du Gruppierungen hast. Da kommen die Betrüger hin, sagen wir mal, und die, wo Diebstahl begehen, da kommen die Mörder hin, da kommen die Gewaltiger hin. Mhm. Aber das wird alles zusammengeschmissen und es ist kein Zusammenhalt mehr im Knast. Jeder verrät dich im Knast. Und das machen die Wärter aber. Die spielen sich gegenseitig aus, die versprechen Sachen und so. Solche, die behandeln dich auch nicht wie Menschen. Das gibt es da drin überhaupt nicht. Du bist einfach eine Nummer da drin. Es gibt auch andere Werte, die wo gut sind und so. Aber eigentlich der Vollzug von die, ich bin schon zusammen geflüchtet aus dem Gefängnis und so, ja. Die Strafen und so. Schau, ich habe 2 Wochen Bunkerrisse bekommen, ja. Mhm. 2 Wochen Bunker für Flucht, nur weil ich geflüchtet bin. Also in Klammern halt nur geflüchtet. Ja, nur ist gut, ja. Was soll das sein? 2 Wochen Bunker? Verstehst du, was ich meine?
Es kommt doch immer auf den Menschen an. Das kannst du gar nicht pauschalisieren. Manche also, vielleicht, das ist ein bisschen durcheinander, was du mir da so erzählst. Mhm. Vielleicht wär's viel besser, vielleicht sind wir da auch einer Meinung, nichts gegen Härte, aber dann auch wirklich mit richtigen, ordentlichen Resozialisierungsprogrammen und sehr gezielter psychologischer Unterstützung und vor allen Dingen Unterstützung für die Leute, wenn die rauskommen. Das finde ich so wichtig. Das ist ganz wichtig, aber das bekommt man ja nicht. Ja, ich weiß. Auf die Straße geschmissen. Ja, ich weiß. Das heißt, für dich war das Glück, dass du deine Beziehung, deine Frau hattest. Auf jeden Fall, sonst wäre ich jetzt nochmal drinnen. Hast du dich jetzt gar nicht kontaktieren? Hast du denn, also neben der Frau, die hat ja offensichtlich eine tolle Wirkung auf dich. Hast du zusätzlich auch noch so Anti-Gewalt, Anti-Aggressionstraining gemacht? Ich bin von selber echt ruhig geworden. Das heißt, du hast dich im Griff. Klar, und ich würde auch sagen, die nächste Strafe, die würde mir so in die Nieren gehen, dass ich echt, ich könnte es nicht ausstehen, ich könnte es nicht mehr ertragen, eingesperrt zu sein. Das war zu lange. Schau mal, wie jung ich war, Domian. 6 Jahre in Haft. Mhm. Naja. Das ist wirklich schlimm. Gibt es Momente, irgendwo, wenn es so ein bisschen eskaliert, irgendwo in einem Streit oder so, wo du merkst, oh verdammt, ich bin haarscharf dran, wieder so mich zu verhalten wie früher? Ja, wenn einer keinen Respekt zeigt. Mhm. Oder hat wenigstens ja Respekt vor mir einfach. Wenn einer sich aufführt, wie es denn sein soll, dann mache ich aber eins, denke an meine Frau und drehe mich rum. So weit bin ich wirklich. Also die Frau ist die Sicherheitsgarantie. Ja. Gäbe es diese Frau nicht mehr, würdest du wieder zusammenfallen und zusammenstürzen wie vorher? Nein. Dafür habe ich einen viel zu guten Kopf und viel zu gute Psyche. Ich will nicht mehr da rein. Mhm. Das ist ganz schlimm, Domian. Ich bin keiner, der wo durch den Vollzug schleicht, sondern ich habe viele Scheiße halt auch gebaut. Ich habe bestimmt ein halbes Jahr im Bunker verbracht von deinen 6 Jahren. Was heißt eigentlich Bunker? Was bedeutet das genau? Okay, Bunker heißt eine Zelle. Du kannst das Fenster höchstens kippen, ganz wenig kippen, dass fast gar keine Luft reinkommt. Mhm. Und du hast nur die Bibel, dein Bett, deine Toilette und dein Waschbecken. Fertig. Mhm. Und das ist für besonders heftige Sachen, die man zu verantworten hat, wird man da eingespart. Genau. Zum Beispiel, genau. Wenn man geflohen ist. Genau. Zum Beispiel. Mhm. Wie lebst du heute? Du bist 3 Jahre raus, sagst du. Hast du einen Job? Gehst du einem Beruf nach? Also jetzt lachst du bestimmt, aber es ist wirklich die Wahrheit. Ich bin sogar Filialleiter in einem Laden. Ja, aber da kann man nur... Nein, das finde ich super. Also ich lache dich nicht aus. Ich finde es großartig, dass du auch einen Arbeitgeber gefunden hast. Bitte jetzt keine Werbung. Arbeitgeber gefunden, der dir die Chance gibt. Nein, der weiß ja nichts davon. Ach, der weiß nichts davon. Nee, geht das? Ist das nicht irgendwie in den Papieren alles verzeichnet? In die Papiere, im Führungszeugnis vielleicht, aber sonst nicht. Und das musstest du dann nicht vorlegen? Gott sei Dank nicht. Naja, da wollen wir da jetzt nicht weiter drüber reden. Auf jeden Fall ist das eine gute Chance für dich. Du machst deine Arbeit gut und dein Chef ist mit dir zufrieden. Alles in Ordnung, alles super. Ja. Das freut mich, aber das ist wirklich nur, weil ich halt Zukunft sehe, weißt du, und das ist keine Zukunft. Schau die Leute da drinnen an, zu mir haben schon Beamte gesagt, mein Name halt Stefan, bla bla bla, sagt er, hier passt du gar nicht rein. Mhm. Du passt hier wirklich nicht rein. Mhm. Weil ich bin einfach nicht dieser Assi, der wo Drogen nimmt und weiß nicht, was er macht, sondern ich bin ein sauberer junger Kerl oder jetzt mittlerer Mann halt. Aber habt ihr Kinder? Ja. Ich habe ein Kind, aber mit einer anderen Frau. Wie alt ist das Kind? 5,5. 5,5. Hast du zu dem Kind regelmäßigen Kontakt? Will die Mutter nicht. Ah. Möchtest du mit deiner jetzigen Partnerin Kinder haben? Ja, aber erst, wenn ich richtig finanziell abgesichert bin. Mhm. Alleine dafür lohnt es sich ja schon auch, ein ordentliches Leben zu führen, um ein gutes Beispiel zu sein für das Kind. Selbstverständlich. Für das Kind und die Kinder später. Und ich freue mich so, dass ich endlich mal mit dir reden kann. Ich versuche das bestimmt schon. Also, seitdem, dass ich 18 bin, einmal mit dir zu reden. Ach komm, so lange? Ohne Schmarrn jetzt, ja, wirklich. Aber ich habe nicht viel Zeit in der Zeit gehabt. Ich war 6 Jahre eingesperrt. Sag mal, die ich finde, das ist ja ganz faszinierend. Das habe ich auch schon oft gehört, die Rolle der Frauen, der Partnerin. Oh, das ist ja ganz stark sein. Bitte? Du musst stärker sein als der Mann. Ja. Glaub mir das. Ja, das glaube ich. Stärker sein als der Mann, ja. Als Trennung, die halbe Stunde in der Woche, wo du hast, dann weint sie, dann lacht sie, alles in einer halben Stunde und die Frau hält zu dir. Ich habe jeden Tag. Also, als du im Knast warst und ihr euch nur eine halbe Stunde besuchen konntet, meinst du? Genau. Hast du dann nicht Angst gehabt, oh Gott, hoffentlich geht sie mir doch nicht irgendwie. Selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Aber hast du eine gute Frau. Die hat auch dann die Frauenaffären, alles mitbekommen halt. Ja. Das ist schon, die Frau hat viel mitgemacht, aber die ist nicht dumm, dass sie bei mir bleibt, sondern sie hat gesagt zu mir, sie sieht, dass der Kern von mir gut ist. Das ist ein guter Satz. Sie,
Genau. Lebst du denn in deinem Umfeld, so deine Freunde und Bekannte, wissen die von deiner Vergangenheit oder sprichst du ja, da rein? Ja, nein, das bespreche ich offen drüber. Ich bin jetzt stolz darauf, dass ich damit prahle, aber ja. Ich sage das offen, weil wenn einer was dagegen hat, dann braucht er mich nicht. Nein, ich finde ja auch immer, dass man stolz darauf sein kann, wenn man es dann geschafft hat, wenn man eine scheiß Vergangenheit hinter sich hat und wenn man es dann geschafft hat, dann finde ich, hat man... Darauf bin ich stolz, ja, genau. Das aber es sind ja erst 3 Jahre, Domian. Na gut, aber immerhin. Jedes Jahr mehr, Stefan, ist ein Triumph. Ja, ne? Stimmt. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und schöne Grüße an deine Frau. Alles klar, ich wollte dir noch eins sagen. Ich sag das wirklich nicht oft, aber du bist absoluter Hammer. Wirklich, du hast was im Kopf, ehrlich. Mein Lieber, danke dir. Alles Gute, bitte. Tschüss. Ja, gute Nacht, ciao. Gute Nacht. In der Technik, Annette Bastian. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen 1 Live mit einer freien Sendung, offenen Thema. Tschüss.